Das ist Chiki. Haben sich alle Freunde zusammengerauft, gehst du nicht mehr hin, wo etwas läuft. An der Fasnacht sagt mein Miki, komm, wir gehen jetzt noch in Chiki. Weil es dort halt an jedem Tisch gemütlich und auch lustig ist. Der Beizer hat ganz ungeniert die Fasnacht super dekoriert. Hast einen Hänger und einen halben Suff, bist im Moment nicht gerade gut drauf. Hast mit deinem Anhang gerade einen Buff, stellt die eins nur wirklich auf. Die Adresse die heisst Bahnhofstrasse, dort wird die schlechte Laune los. Kommst mit deiner ganzen Truppe in Chiki, denn so heisst der Schuppen. Und hier in der Chiki ist natürlich das ganze Jahr etwas los. Jetzt Marcel, erzähl mal speziell um die Fasnacht herum. Die haben ja in Oberwil nicht nur einen Tag Fasnacht. Nein, wir fangen am Donnerstag an. Wir stimmen uns ein auf die Fasnacht. Und da hoffen wir auf eine gute Stimmung. Hier oben in der Bar, hier unten im Restaurant. Und dann Sonntag, Montag, Dienstag, Volldampf. Und dann gehen wir in die Ferien. Was ist denn bei dir kulinarisch zu erwarten? Ist das im, so, wie es in Basel üblich ist? Oder gibt es da etwas Spezielles? Thema Schnecken. Nein, es gibt keine Schnecken. Es gibt drei Menü, es gibt Mehlsuppe, es gibt Käseweihe und Zwiebelweihe. Sonst würde ich nicht nachkommen in der Küche. Jetzt ist bei mir der Pröpper. Er war über lange Jahre hinweg hier immer verantwortlich gewesen, vor allem so rund um die Fasnacht im Komitee. Und jetzt ist er endlich, sagen wir, im Ruhestand und kann es trotzdem nicht los. Für mich ein toller Informant. Pröpper, in diesen drei Tagen nach dem Sonntag, was geht denn dort noch ab? Ich weiss, bei euch läuten sprichwörtlich auch noch die Glocken im Dorf. Richtig, wir fangen am schmutzigen Donnerstag an mit dem Einläuten von der Fasnacht. Da kommen die Leute von Basel, Trommel und Pfeifer. Und der Peter, der nachher gehört, singt ein Versli oder dreht ein Versli auf. Dann läuten wir die Fasnacht ein, 11-mal. Und dann ist der schmutzige Donnerstag eröffnet, also die Fasnacht. Wie ist jetzt das so für dich über die Jahre hinweg, Oberwil? Man merkt es ja hier, in der Chiki ist immer so ein bisschen Treffpunkt. Da tut sich schon im Vorfeld immer sehr viel, was schon los ist, oder? Das ist so. Also viel, wenn man etwas organisieren will, ist gleich in welchem Verein, geht man auf den Chiki, trifft die Verantwortlichen und kann eigentlich das ganze Fest so organisieren. Also, für euch natürlich ein super Ausflug. Nicht einfach nur im eigenen Dorf bleiben, sondern hier auf Oberwil kommen. Und jetzt haben wir das gehört, Treffpunkt ab sofort aus dem Tremli aus in Chiki. Hier nachfragen, wo läuft was und dann wird euch geholfen. Und die Oberwiler freuen sich, wenn ihr auf Besuch kommt.